Ein Heer von afrikanischen Treiberameisen marschiert durch den Wald. Eine Schnecke kreuzt ihren Weg. Sie ist tausendfach größer als jeder ihrer Gegner, aber sie hat nicht die geringste Chance. Hier kämpft einer gegen alle. Keine Ameise ist nur ein Einzelwesen. Jede ist ein kleines Rädchen in einer gewaltigen Maschinerie. Die Ameisen leben in einem Staat und sie halten zusammen bis zur letzten Konsequenz. Gemeinsam bilden sie einen der unermüdlichsten Räuber der Welt. Tropischer Regenwald in Australien. In dieser üppig wuchernden Vegetation gibt es nur wenige natürliche Höhlen, in denen Tiere nisten können. Deshalb müssen die hier lebenden Weberameisen ihre Nester selbst errichten. Als Baustoff verwenden sie Blätter. Sie fertigen daraus grüne Zimmer mit Fußböden, Wänden und Decken. Die ganze Konstruktion wird durch klebrige Sekrete zusammengehalten. In der ersten Bauphase hält eine Gruppe von Arbeiterinnen die Blattränder zusammen. Dann kommen die Weberinnen. Sie tragen Larven, ihre noch nicht voll entwickelten kleinen Schwestern, zur Naht und benutzen sie als Klebepistolen. Dabei stimulieren sie die Larven zur Abgabe eines Sekrets, das wie ein Seidenfaden gesponnen wird und die Blattränder miteinander verbindet. Eine halbe Million Ameisen gehört zu einer Kolonie, aber sie arbeiten, als ob sie einem übergeordneten Willen gehorchen. So entsteht durch die gemeinsamen Anstrengungen ein sorgfältig zusammengefügtes Nest. Was sind das für Tiere? Wie intelligent sind sie? Ameisen sind soziale Insekten aus derselben Gruppe wie Bienen und Wespen. Ein Mensch wiegt ungefähr 10 Millionen Mal mehr als eine Ameise. Es gibt aber weit mehr Ameisen als Menschen auf der Welt. Das Gewicht aller Ameisen zusammengenommen ist mit dem der menschlichen Bevölkerung vergleichbar. Es gibt tausende von Ameisenarten. Jede einzelne ist hochspezialisiert und hervorragend an ihren Lebensraum angepasst. Aber alle Ameisenarten haben denselben Körperaufbau. Er hat sich in ihrer kleinen Welt bewährt, auch wenn sie damit nicht sehr groß werden können. Wie alle Insekten besitzen Ameisen 6 Beine und 3 Körpersegmente: Kopf, Brust und Hinterleib. Und wie alle Insekten haben sie ein äußeres Skelett ausgebildet. Dieses sogenannte Exoskelett stützt und schützt die Ameisen. Ameisen atmen durch sogenannte Stigmen, an ihren Seiten befindliche Atemöffnungen. Die Luft strömt hinein und zirkuliert durch ein Netzwerk von Röhren, den Tracheen. Jedes Organ wird auf diese Weise direkt mit Sauerstoff versorgt. Alle Insekten verfügen über ein Tracheensystem, aber nur Ameisen besitzen Metathorakaldrüsen, in denen Antibiotika gebildet werden. Damit halten sie sich selbst und die ganze Kolonie frei von Krankheitskeimen. Überhaupt funktionieren Ameisen wie kleine chemische Fabriken. Ihre Drüsen produzieren zur Kommunikation mit den Artgenossen
verschiedene Signal- und Sexuallockstoffe. Indem Ameisen Duftspuren legen, geben sie Nachrichten an ihre Artgenossen weiter. Diese tasten die Spuren mit ihren Antennen ab und nehmen über die darauf liegenden Geruchssinnesorgane die Duftsignale auf. Ameisen besitzen Komplexaugen, die aus vielen kleinen Einzelaugen zusammengesetzt sind. Die Oberkiefer der Ameisen, die Mandibel, sind ein Universalwerkzeug. Die unterschiedlichen Formen und Größen der Mandibel lassen auf die Lebensweise der jeweiligen Ameise schließen. Die Mandibel sind für die Ameisen genauso wichtig wie die Hände für uns Menschen. Je nach Art können sie als Schere, als Schaufel oder auch als Zange benutzt werden. Professor Edward Wilson von der Harvard University hat sich fast sein ganzes Leben lang mit Ameisen beschäftigt. Viele denken, dass alle Ameisen gleich aussehen. Denn normalerweise schauen wir von oben auf sie herab. Aus ihrer Perspektive sehen wir wie Godzilla aus, der sich über die Einwohner von New York erhebt. Aus der Nähe betrachtet unterscheiden sich die Ameisenarten aber deutlich voneinander. Eine ähnelt einer anderen nicht mehr wie ein Wolf einem Tiger oder gar einem Rhinoceros. Bis jetzt sind ungefähr 10.000 Ameisenarten bestimmt worden. Doch es warten wahrscheinlich noch 10.000 weitere auf ihre Entdeckung. Die Gattung der Phaidole ist eine der größten und artenreichsten im Reich der Ameisen. In den letzten 10 Jahren erforschte und zeichnete Professor Wilson 625 Arten dieser Gattung. Die Hälfte davon waren bisher unbekannte Arten und wurden von ihm zum ersten Mal im Detail beschrieben. Dabei entdeckte Wilson Ameisen mit ganz außergewöhnlichen Merkmalen. Ich habe hier zwei Beispiele für Sie. Diese beiden Arten haben äußerst faszinierende Körpermerkmale entwickelt. Diese Art besitzt 5 Hörner auf der Vorderseite des Kopfes. Wahrscheinlich dienen sie beim Kampf als eine Art Rambock. 2 Hörner sind hier, 2 andere dort und das letzte Horn wie eine Nase in der Mitte des Kopfes. Wegen dieser merkwürdigen Hörner nannte ich die Art Phaidole Mirabilis, die geheimnisvolle Phaidole. Vielleicht übertreibe ich damit etwas, aber ich halte sie wirklich für eine ganz außergewöhnliche Art. Hier ist die andere Art. Sie hat einen plattgedrückten Kopf mit vielen dicken Borsten, auch um das Maul herum. Da es einem Schnurrbart gleicht, nannte ich sie Phaidole mystax, die schnurrbärtige Phaidole. Unter dem Mikroskop sehen Ameisen aus, als wären sie von einem anderen Planeten. Sie haben Formen und Strukturen entwickelt, die außerhalb der menschlichen Vorstellungskraft liegen. Das verbindende Element aller Ameisenarten ist die soziale Gemeinschaft. Diese Waldameisen sind auf Futtersuche. Sie fangen Beute und bringen sie zurück zum Nest. Ameisen sind sehr stark. Sie können das 2-fache ihres Körpergewichts tragen. Aber ein Großteil ihrer Beutetiere ist wesentlich schwerer. Deshalb schaffen sie es nur gemeinsam. Ameisen sind nicht besonders groß oder schnell,
Ihre Stärke entsteht durch Zusammenarbeit und Aufgabenteilung. Unzählige Arbeitstrupps durchziehen den Wald und sammeln alles Verwertbare ein. Nicht alle Arbeiterinnen gehen auf Beutejagd. Viele verrichten ihre Tätigkeiten im Dunkeln des Nestes. Die Beute wird zerlegt und verschluckt. Der größte Teil der zuerst im Vormagen gespeicherten Nahrung wird an andere Nestgefährtinnen weitergegeben. Da dieser Vorratsspeicher dem ganzen Ameisenvolk zur Verfügung steht, wird er auch als Sozialmagen bezeichnet. Die Nahrung wird durch eine Art Kuss weitergegeben. Die Spenderin legt dabei ihre Mandibel auf die Mundwerkzeuge der hungrigen Schwester. Die flüssige Nahrung wechselt Tropfen für Tropfen ihren Besitzer. Jede Ameise ist in der Lage, alle Arbeiten zu übernehmen und ist dadurch austauschbar. So kann die Kolonie überleben, auch wenn ein Teil der Arbeiterinnen getötet wird. Nur eine Ameise ist unersetzlich, die Königin. Nur sie kann begattet werden und Nachkommen erzeugen. Sie ist die Mutter aller und sichert die Zukunft. Ihre Aufgabe ist es, am laufenden Band Eier zu produzieren. Um die Eier und Larven kümmern sich die Brutpflegerinnen. Für den Transport werden immer mehrere Waldameiseneier zu einem Paket zusammengeklebt. Die Larve, die aus dem Ei schlüpft, hat noch keine Ähnlichkeit mit einer Ameise. Da das Wachstum eines Insekts sich auf das Larvenstadium beschränkt, nehmen die Tiere in dieser Phase reichlich Nahrung zu sich. Dabei häuten sie sich mehrmals. Nach der dritten oder vierten Häutung beginnt das nächste Entwicklungsstadium. Die Larven stellen die Nahrungsaufnahme ein und verpuppen sich. Eingesponnen in ihrem Kokon verwandeln sie sich zur fertigen Ameise. Während der gesamten Entwicklung kümmern sich die Brutpflegerinnen um ihre kleinen Schwestern. Sie sorgen für einen ständigen Strom von frischen, weiblichen, aber sterilen Arbeiterinnen. Nur einmal im Jahr entwickeln sich aus den Eiern geflügelte und geschlechtsfähige Ameisen. Diese Männchen und fruchtbaren Weibchen sollen für die Verbreitung der Kolonie fernab des heimatlichen Nestes sorgen. Sie sichern das Überleben der Art. Eine Kolonie von Ernteameisen an einem schönen Julitag im Norden Arizonas. Eine frisch geschlüpfte Königin beginnt ihren Hochzeitsflug. Die Männchen balgen sich um die junge Königin. Nach der Begattung haben die Männchen ihr Lebensziel erreicht. Sie sterben. Auch viele junge Königinnen sterben. Nur ein paar Glückliche finden den richtigen Ort, um ein Nest zu graben, darin ihre Eier abzulegen und einen neuen Staat zu gründen. Wie hat sich diese Lebensweise entwickelt? In der Frühzeit der Erdgeschichte eroberten die Insekten als eine der ersten Tiergruppen das Land. Sie waren auch die ersten Tiere in der Luft. Schon 100 Millionen Jahre vor den Vögeln hatten Insekten Flügel entwickelt. Auch eine Wespe gehörte dazu. Sie unterschied sich nicht wesentlich von den heutigen Wespen, lebte jedoch noch nicht in einer Gemeinschaft. Mit der Zeit fingen einige Wespen an, ihre Nester zusammen anzulegen, vielleicht um sich gegenseitig vor Feinden zu schützen.
Ihre Nachkommen verließen aber weiterhin das Nest, sobald sie fliegen konnten. Millionen Jahre später entwickelten sich Wespen, deren Töchter nicht mehr wegflogen. Sie blieben und halfen ihrer Mutter, weitere Töchter großzuziehen. Sie wurden zu Arbeiterinnen und pflanzten sich nicht mehr selbst fort. Mit der Zeit wurden sie den heutigen Ameisen immer ähnlicher. Sie verloren ihre Flügel und entwickelten Drüsen mit desinfizierenden Sekreten. Damit verhinderten sie, dass sich Krankheiten in ihrer engen Gemeinschaft ausbreiteten. Sie behielten ihre kräftigen Wespen, Kiefer und Stacheln und waren schon zur Zeit der Dinosaurier gefürchtete Räuber. Doch im Gegensatz zu den Dinosauriern haben die Ameisen bis in unsere Zeit überlebt. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Ameisen sind erst durch die Möglichkeit zur Kommunikation das geworden, was sie sind. Ich werde oft gefragt, ob Ameisen wirklich miteinander kommunizieren können. Die Antwort ist eindeutig ja. Die meisten Tiere, die in der Erde leben, verständigen sich über chemische Signale. Denn wenn man so klein ist und die meiste Zeit in engen, dunklen Höhlen verbringt, ist es sehr schwierig, sich durch Gesten oder Laute zu verständigen. Deshalb verwenden die Ameisen dazu chemische Signale. Sie haben das vielleicht komplizierteste Kommunikationssystem des Tierreichs entwickelt. So etwas würde man vielleicht auf einem fremden Planeten erwarten. In einem meiner ersten Experimente untersuchte ich die Hinterleibsdrüsen bei Feuerameisen, wie diese Kolonie, die ich hier vor mir habe, und extrahierte einen Duftstoff, den die Ameisen zum Spurenlegen benutzen. Professor Wilson demonstriert, dass sich Ameisen anhand der gelegten Spur orientieren. Zur Verständigung benutzen Ameisen auch optische Reize, Vibrationen und Berührungen, aber 90% ihrer Signale sind chemischer Natur. 1 Milligramm dieses Duftstoffes reicht aus, um eine Ameisenstraße dreimal um die Welt zu führen. Eine komplexe Sprache mit einem ganz eigenen Vokabular. Ameisen haben einen sehr hochentwickelten Geruchssinn. Durch das Abtasten mit ihren Antennen erfassen sie die unterschiedlichsten Stoffe. Dieser Detektor in ihrem Kopf ist dauernd in Bewegung, schwingt hin und her und erkundet alle Richtungen. Durch das Betrillern mit ihren Fühlern können sie blitzschnell eine Vielzahl von Substanzen riechen. Sie tasten den Duftraum ab und ermitteln dadurch die Richtung der Spur. So wissen sie, wohin sie gehen müssen, und sie sind auch äußerst geschickt im Unterscheiden der verschiedenen Signalstoffe. Mit Hilfe dieses feinen Geruchssinns können auch Nestgenossen von Fremden unterschieden werden. Denn alle Tiere dieser Weberameisenkolonie haben denselben ganz spezifischen Stallgeruch. Deshalb kann es tödlich sein, schlecht zu riechen. Im Reich der Ameisen ist es nicht so wichtig, wie man aussieht. Hauptsache, man hat den passenden Geruch. Eine Tatsache, die einige Arten der Springspinnen schamlos ausnutzen. Sie haben im Laufe ihrer Stammesgeschichte die Fähigkeit entwickelt, den Geruch der Weberameisen nachzuahmen. So können sie sich ganz ungehindert zwischen ihnen bewegen und sich mit Nahrung versorgen. Am besten schmecken die gut genährten, fetten Larven.
Die Weberameise reagiert nicht auf den Räuber, da sie die Spinne für eine ihrer Schwestern hält. Sie geht weiter ihren Tätigkeiten nach und kümmert sich um die Larven. Diese größere und stärkere Schwester verhält sich zwar völlig gegen die Ameisenregeln, da sie aber den richtigen Geruch hat, wird kein Alarmverhalten ausgelöst. Abgesehen von solchen missbräuchlichen Nachahmungen durch andere Tiere sind Geruchsstoffe meist äußerst nützlich für die Ameisen. Nur hier nicht. In der Ostsahara verflüchtigen sich alle Duftstoffe durch die starke Sonneneinstrahlung und die glühende Hitze. Aber weder Temperaturen von 50 Grad Celsius noch der heiße Sand hält die Ameisen der Gattung Cataglyphis von der Futtersuche ab. Sie ernähren sich von Tieren, die dem Hitzetod zum Opfer gefallen sind. Wenn sie etwas Fressbares gefunden haben, müssen die Ameisen auf dem schnellsten Weg nach Hause laufen, sonst erleiden sie dasselbe Schicksal wie ihre Beute. Sich zu verirren wäre tödlich. Aber wie orientieren sie sich? Das versucht Professor Rüdiger Wehner von der Universität Zürich mit seinen Studenten herauszufinden. Was aussieht wie ein gigantisches Schachbrett, ist tatsächlich eine Art überdimensionales Millimeterpapier, mit dessen Hilfe der Weg der Wüstenameisen bei ihrer Futtersuche verfolgt werden soll. Die Beobachtung findet zur heißesten Zeit des Tages statt, denn nur dann schwärmen die Ameisen aus. Während der Futtersuche irren die Tiere scheinbar planlos herum und halten gelegentlich kurz inne. Sobald sie etwas gefunden haben, kehren sie dagegen auf direktestem Weg ins Nest zurück. Doch woher wissen sie, wo ihr Zuhause ist? Keine Duftspur zeigt ihnen die Richtung. Professor Wehner erforscht die Ameisen der Gattung Cataglyphis schon seit über 20 Jahren. Er untersucht, wie sich die Tiere nach dem Lichtmuster am Himmel orientieren. Für sein Experiment benutzt Wehner einen fahrbaren, orangefarbenen Filter. Ich versuche herauszubekommen, wie die Ameisen wieder zurück nach Hause finden. Wir würden dafür einen magnetischen Kompass verwenden, aber die Ameisen orientieren sich mit Hilfe eines Himmelskompasses. Er basiert auf Himmelserscheinungen, die für uns nicht sichtbar sind. Wenn wir zum Himmel hochschauen, sehen wir ein einheitliches Blau. Die Ameisen dagegen nehmen die sogenannten Polarisationsmuster des Himmelslichtes wahr. Genauer gesagt, die Ameisen orientieren sich nach der Schwingungsrichtung des polarisierten Himmelslichts. Wenn die Ameisen durch den heißen Sand rennen, halten sie immer wieder kurz inne, um sich das Polarisationsmuster zu merken. Wie groß muss der Himmelsausschnitt sein, damit sich die Ameisen noch orientieren können? Durch diesen orangenen Filter können die Ameisen das Himmelsmuster nicht mehr richtig sehen. Wir haben aber ein Loch gelassen, durch das sie noch einen kleinen Ausschnitt des Himmelslichtes erkennen können. Und wir haben beobachtet, dass die Tiere sich auch durch eine sehr kleine Öffnung noch genau orientieren. Doch orientieren sich die Ameisen nur nach dem Himmel? Dieser Versuch zeigt, dass sie sich auch nach Landmarken richten, um den Eingang ihres Nestes zu finden. Es gibt unverwechselbare Geländemerkmale, an die sich die Ameisen gut erinnern können. Das Wichtigste ist, schnell ins Nest zurückzukommen. Zuerst geht es kreuz und quer durch die Wüste.
Das gespeicherte Bild vom Nesteingang wird mit dem Gelände und den Markierungen verglichen. Und wenn das gespeicherte Bild mit der Umgebung übereinstimmt, kann das Zuhause nicht weit sein. Nicht alle Ameisen sind Räuber oder Aasfresser. Diese Blattschneiderameisen aus Zentral- und Südamerika betreiben seit mehr als 50 Millionen Jahren Ackerbau. Angebaut werden aber nicht die Pflanzen, die sie hier gerade in Stücke geschnitten haben. Das sind Blätter von Wildpflanzen, die im Umkreis von 200 Metern um das Ameisennest wachsen. Die Arbeiterinnen tragen sie zu ihrem Nest. Hier werden sie an andere Ameisen übergeben, die sie säubern und in kleinere Stücke zerschneiden. Das mulchartige Material wird dann in das unterirdische Nest gebracht. Dort dient es als Nährsubstrat für Pilze. Von diesen Pilzen ernähren sich die Ameisen. Wie gute Landwirte kümmern sich die Tiere um eine reiche Ernte. Für die vielen komplexen Arbeitsschritte sind eine Reihe von Spezialisten nötig. Die kleinsten Ameisen verbringen ihr ganzes Leben in den engen, dunklen Kammern und kultivieren die Pilze. Etwas größer sind die Mulcher. Dann kommen die Pflanzenzerkleinerer. Die größten Arbeiterinnen sind die Träger, die die Blätter abschneiden und heranschaffen. Die Soldaten arbeiten nicht, sie beschützen das Nest vor Feinden. Und die allergrößte Ameise ist die Mutter der ganzen Kolonie, ihre Königin. Jede einzelne Ameise ist durch ihren Körperbau optimal an ihre Aufgabe angepasst. Viele Pflanzen sind giftig. Die Pilze der Blattschneiderameisen können die meisten Gifte aber abbauen. Deshalb tragen die Ameisen alles, was sie finden können, ins Nest. Es gibt aber auch eine Art Pannensicherung, denn einige Pflanzen besitzen Gifte, die die Pilze nicht abbauen können und die den Ameisen schaden. Jede Trägerin achtet deshalb darauf, immer nur einen bestimmten Zugang zum Nest zu nehmen. So beliefert sie nur einen kleinen Bereich des Pilzgartens. Wenn Ameisen durch vergiftete Pilze sterben, ist also immer nur ein Teil der Kolonie betroffen. Die Blattschneiderameisen schaffen die optimalen Kulturbedingungen für ihre ganz spezielle Pilzsorte. Um wilde Pilzarten vom Eindringen und Ausbreiten abzuhalten, setzen sie eine Art Unkrautvertilgungsmittel ein. Dieser, auch antibakterielle Stoff, wird in der Metathorakaldrüse produziert. Auch Menschen kämpfen gegen Bakterien. Aber genauso schnell wie die Wissenschaftler neue Antibiotika entwickeln, bilden die Bakterien dagegen resistente Formen. Professor Andrew Beattie von der Macquarie University in Australien glaubt, dass Ameisen bei diesem Problem helfen können. Am Anfang stellten wir uns die ganz einfache, aber wichtige Frage, wo könnten sich sinnvollerweise Antibiotika entwickelt haben? Eine Antwort darauf lautet, bei Tieren, die wie wir in engen und hochentwickelten Gemeinschaften zusammenleben, wo sich ansteckende Krankheiten sehr leicht und schnell ausbreiten können. Und dies gilt sowohl für Menschen als auch für Ameisen.
Ein Problem bei Ameisen ist ihre geringe Größe. Für unser Forschungsprojekt wählten wir deshalb eine der größten Arten überhaupt, die Bulldoggenameise. Diese 2,5 cm lange Ameise hat große, kräftige Kiefer und einen unangenehmen Stachel. Deshalb gehen die Forscher sehr vorsichtig mit den Insekten um. Eine wild lebende Bulldoggenameise ist nahezu keimfrei. Das antibiotische Sekret aus der Metathorakaldrüse hält Bakterien und Infektionen von dem Tier fern. Auch wenn die Bulldoggenameise eine sehr große Ameise ist, die Öffnung der Metathorakaldrüse ist winzig. Um das Sekret entnehmen zu können, braucht man ein Mikroskop, eine ruhige Hand und eine sehr feine Glaspipette. Nach der Entnahme kehrt die Ameise unverletzt zu ihrer Kolonie zurück. Im Labor wird das Sekret an verschiedenen menschlichen Krankheitserregern getestet. Es hat sich gezeigt, dass es gegen einige Bakterien wirkt, die gegen viele gebräuchliche Antibiotika schon resistent sind. Da es immer schwieriger wird, neue Antibiotika zu entwickeln, kann man den Ameisen in der Medizin eine große Zukunft vorhersagen. Als unser Forschungsprojekt bekannt wurde, bekam ich einen Anruf von einer Aborigine-Frau, die eine faszinierende Geschichte aus ihrer Kindheit im Busch erzählte. Wenn sie eine Verletzung hatte, nahm ihre Mutter ein sauberes Stück Stoff und warf es über einen Bulldoggen-Ameisenhaufen. Sie reizte die Ameisen so lange, bis sie aufgeregt herumliefen. Vorsichtig schüttelte sie die Tiere dann von dem Stoffstück ab und wickelte es um die Wunde. Es ist anzunehmen, dass sie die heilende Wirkung des Sekrets der Bulldoggenameisen kannte. Deshalb ist unsere Entdeckung eigentlich eher eine Wiederentdeckung. Die Ureinwohner Australiens leben schon seit mindestens 40.000 Jahren auf diesem Kontinent. Sie kennen ihr Land. Sie wissen auch, dass einige Ameisen den Nektar von Mulgursträuchern sammeln. Von diesem Nektar ernähren sich die Honigtopfameisen während der langen Trockenzeit. Sie horten ihn in unterirdischen Nestkammern. Spezielle Speicherameisen werden von ihren Schwestern gefüttert und sammeln den Nektar in ihrem Kropf. Sie hängen als lebendige Honigtöpfe an der Decke des Nests und geben bei Bedarf ihre Vorräte an die Artgenossen ab. Die Ureinwohner Australiens ernten diese Honigtöpfe. Aus den Erzählungen ihrer Großmütter wissen die Frauen, worauf sie beim Graben zu achten haben. Der Boden ist hart und die Honigtopfameisen befinden sich in ungefähr einem Meter Tiefe. Die Arbeit dauert mehrere Stunden. Damit die Nestkammern nicht zerstört werden, muss seitlich neben ihnen gegraben werden. Die Honigtöpfe werden vorsichtig herausgehoben. Meistens ist die Energie, die beim Graben verbraucht wird, größer als der Kaloriengehalt der süßen Beute.
Aber in dieser abgelegenen Gegend ist Zucker kostbar. Ein Wald in England ist nicht gerade der wärmste Platz auf dieser Welt. Die hier lebenden Waldameisen haben das bei ihrem Nestbau berücksichtigt. Die Tiere stapeln Kiefernnadeln, Blattstängel und kleine Zweige um einen Baumstumpf herum auf. Dieser Ameisenhaufen erreicht ungefähr eine Höhe von 1 Meter. Er absorbiert durch seine Form die maximale Sonnenwärme. Waldameisen haben auch einen Weg gefunden, die Temperatur im Inneren des Haufens anzuheben. Bei schönem Wetter nehmen die Tiere ein Sonnenbad. Dann kehren sie aufgeheizt ins Nest zurück und geben wie kleine Öfen die Wärme wieder ab. Innerhalb des Nests gibt es unterschiedliche Temperaturzonen, wobei es im Zentrum meist am wärmsten ist. Für die empfindlichen Larven ist konstante Wärme besonders wichtig. Sie fühlen sich bei 25 Grad Celsius am wohlsten. Deshalb tragen die Brutpflegerinnen die Larven zu den Kammern mit der günstigsten Temperatur. Durch die Bauweise ihrer Nester und ihr Heizungssystem sind Waldameisen auch bei der Besiedlung kühlerer Gegenden sehr erfolgreich. Ein ganz anderer Lebensraum ist der australische Regenwald. Hoch im Laubdach hängen die mit Spinnsekret zusammengeklebten Blattnester der Smaragdameisen. Das Innere gleicht einem Nest von Erdameisen, nur der Boden ist grün. Und die Kolonie teilt ihre Behausung mit einem artfremden Wohngenossen. Es ist die Raupe eines kleinen Schmetterlings, eines Bläulings. An ihrem Rücken befindet sich die sogenannte Nektardrüse, die ein zuckerhaltiges Sekret abgibt. Die Ameisen laben sich an dieser wohlschmeckenden Nahrung und schützen dafür die Raupen gegen räuberische Insekten. Die Raupen sind für die Ameisen aber nicht nur als Honigspender nützlich. Von oben droht Gefahr. Die Raupe scheint die Anwesenheit der Spinne zu spüren und beginnt zu vibrieren. Das macht die Ameisen auf den Feind aufmerksam. Mit bedrohlich gespreizten Kiefern bereiten sie sich auf einen Kampf vor. Eine Vorhut entdeckt die Spinne. Und dann stürmt die Truppe heraus. Sie bespritzt den Feind mit Giftsekreten und trommelt auf das Blatt. Diese charakteristische Geräuscherzeugung gab den Tieren ihren englischen Namen, Rattle Ants, Rasselameisen. Die Spinne flüchtet. Das Zusammenleben von Ameisen und Schmetterlingsraupen wurde schon oft beobachtet. Auch Dr. Phil de Vries von der University of Oregon beschäftigt sich mit dieser Symbiose. Auf der ganzen Welt findet man Schmetterlingsraupen, die mit Ameisen zusammenleben. Die Raupen werden dadurch vor allem vor Feinden, hauptsächlich anderen Insekten, geschützt. Als Belohnung für den Schutz erhalten die Ameisen das zuckerhaltige Sekret der Raupen. Es ist, als würden sie einen Wachmann einstellen und dafür bezahlen. Aber warum melken die Ameisen die Raupen nicht einfach, sagen Dankeschön und kehren wieder in ihr Nest zurück? Die Raupen produzieren Töne und damit binden sie die Ameisen an sich.
Die Raupen singen. Sie singen für die Ameisen und durch diesen Gesang werden sie für die Ameisen attraktiv. Menschen können die Töne nicht hören. Dieser Gesang der Raupe lässt die Blattstängel vibrieren, was die Ameisen über ihre Beine wahrnehmen. Mit einem Spezialmikrofon kann man die Laute auch für das menschliche Ohr hörbar machen. Wenn ich diese Raupe auf die Membran setze, hören wir nichts. Erst das hochempfindliche Mikrofon gibt die Töne wieder. Jetzt hören wir die Raupe singen. Wie oft haben Sie schon den Ruf einer Raupe gehört? Jeden Morgen ertönen diese Gesänge und niemand hört sie. Als Phil de Vries in Panama eine bestimmte Gruppe Schmetterlinge untersuchte, entdeckte er auch, wie deren Raupen Töne erzeugen. Zwischen Kopf- und Halsansatz befinden sich zwei stabförmige Anhängsel. Diese sogenannten Vibrationspapillen schlagen auf den Kopf. Gleichzeitig wird der Kopf eingezogen und wieder herausgestreckt. Die Papillen streichen mit ihren ringförmigen Verdickungen über die schmalen Rippen auf dem Raupenkopf. Diese Konstruktion erinnerte mich an das südamerikanische Salsa-Instrument Güiro. An den Papillen befinden sich, wie bei dem Güiro, Rillen, die über den Hinterkopf streichen. Und das erzeugt den Ton. Mit den Lauten täuschen die Raupen die Ameisen. Sie ahmen ihre Sprache nach. Und wenn auf dem Mond Raupen mit Ameisen zusammenleben würden, könnte ich mir vorstellen, dass sie ganz genauso singen. Die Raupen unterhalten sich mit den Ameisen und die Ameisen beschützen sie und ernähren sich von ihrem Nektar. Normalerweise profitieren beide Seiten von einer Symbiose, aber einige Raupen sind Bruträuber. Die meisten Schmetterlingsraupen ernähren sich von Blättern. In diesem Fall kann man eigentlich von Glück sagen, dass sie es nicht tun, denn dann würden die Ameisen ihr Heim verlieren. Doch es ist auch nicht gerade höflich, die Kinder des Gastgebers zum Mittagessen zu verspeisen. Aber auch dieses schon seit Millionen Jahren praktizierte Verhalten hat nicht zum Aussterben beider Arten geführt. Eine wahrlich fürchterlich aussehende Spinne hat das falsche Blatt gewählt. Sie trifft auf mehrere australische Weberameisen. Den Ameisen ist der schlechte Ruf ihres Gegners egal. Wenn er ihrem Nest zu nahe kommt, wird er zur Strecke gebracht. Sie klammern sich mit ihren Klauen am Blatt fest, töten ihr Opfer und tragen es ins Nest. Ameisen haben es geschafft, ihre Zusammenarbeit so perfekt aufeinander abzustimmen, weil sie instinktiv exakt mit derselben Strategie auf ein Ereignis reagieren. Sie sind programmiert. Das ist ihre Stärke, manchmal aber auch ihre Schwäche. Diese kleine Krabbenspinne sieht eigentlich ganz harmlos aus, aber sie weiß genau, wie man das Verteidigungsprogramm der Ameisen knackt. Sie riecht nicht nur wie eine Weberameise, sie sieht ihr auch noch ähnlich. Die Ameisen tolerieren ihre Anwesenheit. Diese Spinne webt kein Netz, sie jagt auf eine andere Weise. Mit tödlichem Biss.
und geduldigem Warten. Durch ihre soziale Gesellschaftsform gehören Ameisen zu den effektivsten Räubern der Welt. Aber wenn man unerkannt in ihren Staat eindringen kann, sind sie sehr verletzlich. Manche Ameisen sind jedoch unbesiegbar. Kein Räuber wird sie angreifen. Treiberameisen. Ungefähr eine halbe Million sind hier versammelt. Eine ganze Kolonie. Irgendwo in ihrer Mitte befindet sich auch die Königin. Die Ameisen sind fast blind und folgen den Duftspuren ihrer Genossinnen. Sie fressen alles, was ihren Weg kreuzt. Keiner kann sich gegen sie wehren. Sie sind nicht nur eine wilde Horde, sondern auch eine gut organisierte Truppe. Die Wespen sehen der Plünderung ihres Nests tatenlos zu. Für sie ist die Ameisenkolonie ein gewaltiger, alles verschlingender Organismus. Ein Superorganismus. Denn jede einzelne Ameise hat ihr eigenes Gehirn. Kein sehr großes. Doch zusammengenommen ergibt die Gehirnmasse eine Art kollektive Intelligenz. Die meisten Leute sind davon beeindruckt, wie gut die Ameisen als Kollektiv organisiert sind und wie entschlossen sie handeln. Aber sie glauben, dass die Ameisen genauso wie wir organisiert sind, nur besser. Dass dies nur mit einer starren Hierarchie funktioniert, bei der eine Schlüsselperson die Entscheidungen trifft und über untergeordnete Führer an die Arbeiterinnen weitergibt. Aber bei den Ameisen scheint die Organisation von unten nach oben zu funktionieren und nicht umgekehrt. Keine Ameise hat das Sagen. Die Individuen organisieren sich selbst. Es ist also eine Art funktionierende Anarchie, eine beeindruckende evolutionäre Strategie. Da Treiberameisen bei einem Experiment im Labor wahrscheinlich über mich herfallen würden, habe ich mich für eine ganz andere Art entschieden. Leptothorax lässt sich nach meiner Ansicht sehr gut im Labor halten. Die Ameisen nisten in der schmalen Höhle zwischen diesen Glasplatten. Dadurch können wir ihr Verhalten in allen Einzelheiten beobachten. Es sind wirklich sehr zierliche Tiere. Stellen Sie sich vor, dass man einen ganzen Ameisenstaat ohne Probleme in einer Armbanduhr halten könnte. Natürlich, nachdem man das Uhrwerk daraus entfernt hat. Dieses Experiment zeigt, wie eine Kolonie ein neues Nest findet und wie die Übersiedlung vonstatten geht. Wir setzen die Ameisen auf diese Plattform, auf der sie keine Möglichkeit zum Nisten finden. Eine Späherin wird irgendwann diese Brücke überqueren. Dann läuft sie auf der anderen Seite im Inneren dieser hübschen Höhle herum. Wenn sie ihr gefällt, kehrt sie zurück und trägt eine Arbeiterin über die Brücke, um gemeinsam mit ihr das neue Heim zu begutachten. Wenn beide damit zufrieden sind, wird die gute Nachricht wie durch ein Schneeballsystem weitergegeben und alle strömen zum neuen Standort. Wenn alle Ameisen der Kolonie im neuen Nest angekommen sind, beginnen ein paar Arbeiterinnen, einen Schutzwall am Ausgang aufzubauen.
Die Ameisen arbeiten wie Bulldozer. Sie schieben die Bausteine in die neue Wand und rütteln sie fest. Dadurch entsteht ein prächtiger, widerstandsfähiger Wall. Manch einer findet es vielleicht seltsam, für einen Forscher auf so etwas zu achten. Aber im Grunde geht es darum, dass ein individuelles Verhalten zu etwas sehr Beeindruckendem führen kann. Meiner Meinung nach lebt die Biologie davon, zu erforschen, wie aus etwas ganz Einfachem etwas Hochkompliziertes aufgebaut werden kann. Ameisen haben die höchste Form der Organisation erreicht. Ihre Kolonie ist wie ein gewaltiger Organismus. Es gibt keine Hierarchie und keinen Führer. Ihre Organisationsform ist einmalig im Tierreich. Jede Ameise nimmt Anteil an der Entscheidungsfindung. Diese Strategie der Problemlösung hat sich schon über 100 Millionen Jahre bewährt. Ameisen sind die ultimative Gesellschaft. Erst das hochempfindliche Mikrofon gibt die Töne wieder. Jetzt hören wir die Raupe singen. Wie oft haben Sie schon den Ruf einer Raupe gehört? Jeden Morgen ertönen diese Gesänge und niemand hört sie. Als Phil de Vries in Panama eine bestimmte Gruppe Schmetterlinge untersuchte, entdeckte er auch, wie deren Raupen Töne erzeugen. Zwischen Kopf- und Halsansatz befinden sich zwei stabförmige Anhängsel. Diese sogenannten Vibrationspapillen schlagen auf den Kopf. Gleichzeitig wird der Kopf eingezogen und wieder herausgestreckt. Die Papillen streichen mit ihren ringförmigen Verdickungen über die schmalen Rippen auf dem Raupenkopf. Diese Konstruktion erinnerte mich an das südamerikanische Salsa-Instrument Güiro. An den Papillen befinden sich, wie bei dem Güiro, Rillen, die über den Hinterkopf streichen. Und das erzeugt den Ton. Mit den Lauten täuschen die Raupen die Ameisen. Sie ahmen ihre Sprache nach. Und wenn auf dem Mond Raupen mit Ameisen zusammenleben würden, könnte ich mir vorstellen, dass sie ganz genauso singen. Die Raupen unterhalten sich mit den Ameisen und die Ameisen beschützen sie und ernähren sich von ihrem Nektar. Normalerweise profitieren beide Seiten von einer Symbiose, aber einige Raupen sind Bruträuber. Die meisten Schmetterlingsraupen ernähren sich von Blättern. In diesem Fall kann man eigentlich von Glück sagen, dass sie es nicht tun, denn dann würden die Ameisen ihr Heim verlieren. Doch es ist auch nicht gerade höflich, die Kinder des Gastgebers zum Mittagessen zu verspeisen. Aber auch dieses schon seit Millionen Jahren praktizierte Verhalten hat nicht zum Aussterben beider Arten geführt. Eine wahrlich fürchterlich aussehende Spinne hat das falsche Blatt gewählt. Sie trifft auf mehrere australische Weberameisen. Den Ameisen ist der schlechte Ruf ihres Gegners egal. Wenn er ihrem Nest zu nahe kommt, wird er zur Strecke gebracht. Sie klammern sich mit ihren Klauen am Blatt fest, töten ihr Opfer und tragen es ins Nest. Ernähren sich die Ameisen. Wie gute Landwirte kümmern sich die Tiere um eine reiche Ernte.
Für die vielen komplexen Arbeitsschritte sind eine Reihe von Spezialisten nötig. Die kleinsten Ameisen verbringen ihr ganzes Leben in den engen, dunklen Kammern und kultivieren die Pilze. Etwas größer sind die Mulcher. Dann kommen die Pflanzenzerkleinerer. Die größten Arbeiterinnen sind die Träger, die die Blätter abschneiden und heranschaffen. Die Soldaten arbeiten nicht, sie beschützen das Nest vor Feinden. Und die allergrößte Ameise ist die Mutter der ganzen Kolonie, ihre Königin. Jede einzelne Ameise ist durch ihren Körperbau optimal an ihre Aufgabe angepasst. Viele Pflanzen sind giftig. Die Pilze der Blattschneiderameisen können die meisten Gifte aber abbauen. Deshalb tragen die Ameisen alles, was sie finden können, ins Nest. Es gibt aber auch eine Art Pannensicherung, denn einige Pflanzen besitzen Gifte, die die Pilze nicht abbauen können und die den Ameisen schaden. Jede Trägerin achtet deshalb darauf, immer nur einen bestimmten Zugang zum Nest zu nehmen. So beliefert sie nur einen kleinen Bereich des Pilzgartens. Wenn Ameisen durch vergiftete Pilze sterben, ist also immer nur ein Teil der Kolonie betroffen. Die Blattschneiderameisen schaffen die optimalen Kulturbedingungen für ihre ganz spezielle Pilzsorte. Um wilde Pilzarten vom Eindringen und Ausbreiten abzuhalten, setzen sie eine Art Unkrautvertilgungsmittel ein. Dieser, auch antibakterielle Stoff, wird in der Metathorakaldrüse produziert. Auch Menschen kämpfen gegen Bakterien. Aber genauso schnell wie die Wissenschaftler neue Antibiotika entwickeln, bilden die Bakterien dagegen resistente Formen. Professor Andrew Beattie von der Macquarie University in Australien glaubt, dass Ameisen bei diesem Problem helfen können. Sie es nur gemeinsam. Ameisen sind nicht besonders groß oder schnell. Ihre Stärke entsteht durch Zusammenarbeit und Aufgabenteilung. Unzählige Arbeitstrupps durchziehen den Wald und sammeln alles Verwertbare ein. Nicht alle Arbeiterinnen gehen auf Beutejagd. Viele verrichten ihre Tätigkeiten im Dunkeln des Nestes. Die Beute wird zerlegt und verschluckt. Der größte Teil der zuerst im Vormagen gespeicherten Nahrung wird an andere Nestgefährtinnen weitergegeben. Da dieser Vorratsspeicher dem ganzen Ameisenvolk zur Verfügung steht, wird er auch als Sozialmagen bezeichnet. Die Nahrung wird durch eine Art Kuss weitergegeben. Die Spenderin legt dabei ihre Mandibel auf die Mundwerkzeuge der hungrigen Schwester. Die flüssige Nahrung wechselt Tropfen für Tropfen ihren Besitzer. Jede Ameise ist in der Lage, alle Arbeiten zu übernehmen und ist dadurch austauschbar. So kann die Kolonie überleben, auch wenn ein Teil der Arbeiterinnen getötet wird. Nur eine Ameise ist unersetzlich, die Königin. Nur sie kann begattet werden und Nachkommen erzeugen. Sie ist die Mutter aller und sichert die Zukunft. Ihre Aufgabe ist es, am laufenden Band Eier zu produzieren. Um die Eier und Larven kümmern sich die Brutpflegerinnen. Für den Transport werden immer mehrere Waldameiseneier zu einem Paket zusammengeklebt. Die Larve, die aus dem Ei schlüpft, hat noch keine Ähnlichkeit mit einer Ameise. Da das Wachstum eines Insekts sich auf das Larvenstadium beschränkt, nehmen die Tiere in dieser Phase reichlich Nahrung zu sich.
Dabei häuten sie sich mehrmals. Nach der dritten oder vierten Häutung beginnt das nächste Entwicklungsstadium. Die Larven stellen die Nahrungsaufnahme ein und verpuppen sich. Eingesponnen in ihrem Kokon verwandeln sie sich zur fertigen Ameise. Während der gesamten Entwicklung kümmern sich die Brutpflegerinnen um ihre kleinen Schwestern. Sie sorgen für einen ständigen Strom von frischen, weiblichen, aber sterilen Arbeiterinnen. Nur einmal im Jahr entwickeln sich aus den Eiern geflügelte und geschlechtsfähige Ameisen. Diese Männchen... Wenn man so klein ist und die meiste Zeit in engen, dunklen Höhlen verbringt, ist es sehr schwierig, sich durch Gesten oder Laute zu verständigen. Deshalb verwenden die Ameisen dazu chemische Signale. Sie haben das vielleicht komplizierteste Kommunikationssystem des Tierreichs entwickelt. So etwas würde man vielleicht auf einem fremden Planeten erwarten. In einem meiner ersten Experimente untersuchte ich die Hinterleibsdrüsen bei Feuerameisen, wie diese Kolonie, die ich hier vor mir habe, und extrahierte einen Duftstoff, den die Ameisen zum Spurenlegen benutzen. Professor Wilson demonstriert, dass sich Ameisen anhand der gelegten Spur orientieren. Zur Verständigung benutzen Ameisen auch optische Reize, Vibrationen und Berührungen, aber 90% ihrer Signale sind chemischer Natur. 1 Milligramm dieses Duftstoffes reicht aus, um eine Ameisenstraße dreimal um die Welt zu führen. Eine komplexe Sprache mit einem ganz eigenen Vokabular. Ameisen haben einen sehr hochentwickelten Geruchssinn. Durch das Abtasten mit ihren Antennen erfassen sie die unterschiedlichsten Stoffe. Dieser Detektor in ihrem Kopf ist dauernd in Bewegung, schwingt hin und her und erkundet alle Richtungen. Durch das Betrillern mit ihren Fühlern können sie blitzschnell eine Vielzahl von Substanzen riechen. Sie tasten den Duftraum ab und ermitteln dadurch die Richtung der Spur. So wissen sie, wohin sie gehen müssen, und sie sind auch äußerst geschickt im Unterscheiden der verschiedenen Signalstoffe. Mithilfe dieses feinen Geruchssinns können auch Nestgenossen von Fremden unterschieden werden. Denn alle Tiere dieser Weberameisenkolonie haben denselben ganz spezifischen Stallgeruch. Deshalb kann es tödlich sein, schlecht zu riechen. Im Reich der Ameisen ist es nicht so wichtig, wie man aussieht. Hauptsache, man hat den passenden Geruch. Eine Tatsache, die einige Arten der Springspinnen schamlos ausnutzen. Sie haben im Laufe ihrer Stammesgeschichte die Fähigkeit entwickelt, den Geruch der Weberameisen nachzuahmen. So können sie sich ganz ungehindert zwischen ihnen bewegen. Die Ureinwohner Australiens ernten diese Honigtöpfe. Aus den Erzählungen ihrer Großmütter wissen die Frauen, worauf sie beim Graben zu achten haben. Der Boden ist hart und die Honigtopfameisen befinden sich in ungefähr 1 Meter Tiefe. Die Arbeit dauert mehrere Stunden. Damit die Nestkammern nicht zerstört werden, muss seitlich neben ihnen gegraben werden. Die Honigtöpfe werden vorsichtig herausgehoben.
Meistens ist die Energie, die beim Graben verbraucht wird, größer als der Kaloriengehalt der süßen Beute. Aber in dieser abgelegenen Gegend ist Zucker kostbar. Ein Wald in England ist nicht gerade der wärmste Platz auf dieser Welt. Die hier lebenden Waldameisen haben das bei ihrem Nestbau berücksichtigt. Die Tiere stapeln Kiefernnadeln, Blattstängel und kleine Zweige um einen Baumstumpf herum auf. Dieser Ameisenhaufen erreicht ungefähr eine Höhe von 1 Meter. Er absorbiert durch seine Form die maximale Sonnenwärme. Waldameisen haben auch einen Weg gefunden, die Temperatur im Inneren des Haufens anzuheben. Bei schönem Wetter nehmen die Tiere ein Sonnenbad. Dann kehren sie aufgeheizt ins Nest zurück und geben wie kleine Öfen die Wärme wieder ab. Innerhalb des Nests Luftspuren legen, geben sie Nachrichten an ihre Artgenossen weiter. Diese tasten die Spuren mit ihren Antennen ab und nehmen über die darauf liegenden Geruchssinnesorgane die Duftsignale auf. Ameisen besitzen Komplexaugen, die aus vielen kleinen Einzelaugen zusammengesetzt sind. Die Oberkiefer der Ameisen, die Mandibel, sind ein Universalwerkzeug. Die unterschiedlichen Formen und Größen der Mandibel lassen auf die Lebensweise der jeweiligen Ameise schließen. Die Mandibel sind für die Ameisen genauso wichtig wie die Hände für uns Menschen. Je nach Art können sie als Schere, als Schaufel oder auch als Zange benutzt werden. Professor Edward Wilson von der Harvard University hat sich fast sein ganzes Leben lang mit Ameisen beschäftigt. Viele denken, dass alle Ameisen gleich aussehen. Denn normalerweise schauen wir von oben auf sie herab. Aus ihrer Perspektive sehen wir wie Godzilla aus, der sich über die Einwohner von New York erhebt. Aus der Nähe betrachtet unterscheiden sich die Ameisenarten aber deutlich voneinander. Eine ähnelt einer anderen nicht mehr wie ein Wolf einem Tiger oder gar einem Rhinoceros. Bis jetzt sind ungefähr 10.000 Ameisenarten bestimmt worden. Doch es warten wahrscheinlich noch 10.000 weitere auf ihre Entdeckung. Die Gattung der Phaidole ist eine der größten und artenreichsten im Reich der Ameisen. In den letzten 10 Jahren erforschte und zeichnete Professor Wilson 625 Arten dieser Gattung. Die Hälfte davon waren bisher unbekannte Arten und wurden von ihm zum ersten Mal im Detail beschrieben. Dabei entdeckte Wilson Ameisen mit ganz außergewöhnlichen Merkmalen. Ich habe hier zwei Beispiele für Sie. Diese beiden Arten haben äußerst faszinierende Körpermerkmale entwickelt. Diese Art besitzt 5 Hörner auf der Vorderseite des Kopfes. Wahrscheinlich dienen sie beim Kampf als eine Art Rambock. 2 Hörner sind hier, 2 andere dort und das letzte Horn wie eine Nase in der Mitte des Kopfes. Wegen dieser merkwürdigen Hörner nannte ich die Art Stallgeruch. Deshalb kann es tödlich sein, schlecht zu riechen.
Im Reich der Ameisen ist es nicht so wichtig, wie man aussieht. Hauptsache, man hat den passenden Geruch. Eine Tatsache, die einige Arten der Springspinnen schamlos ausnutzen. Sie haben im Laufe ihrer Stammesgeschichte die Fähigkeit entwickelt, den Geruch der Weberameisen nachzuahmen. So können sie sich ganz ungehindert zwischen ihnen bewegen und sich mit Nahrung versorgen. Am besten schmecken die gut genährten, fetten Larven. Die Weberameise reagiert nicht auf den Räuber, da sie die Spinne für eine ihrer Schwestern hält. Sie geht weiter ihren Tätigkeiten nach und kümmert sich um die Larven. Diese größere und stärkere Schwester verhält sich zwar völlig gegen die Ameisenregeln, da sie aber den richtigen Geruch hat, wird kein Alarmverhalten ausgelöst. Abgesehen von solchen missbräuchlichen Nachahmungen durch andere Tiere sind Geruchsstoffe meist äußerst nützlich für die Ameisen. Nur hier nicht. In der Ostsahara verflüchtigen sich alle Duftstoffe durch die starke Sonneneinstrahlung und die glühende Hitze. Aber weder Temperaturen von 50 Grad Celsius noch der heiße Sand hält die Ameisen der Gattung Cataglyphis von der Futtersuche ab. Sie ernähren sich von Tieren, die dem Hitzetod zum Opfer gefallen sind. Wenn sie etwas Fressbares gefunden haben, müssen die Ameisen auf dem schnellsten Weg nach Hause laufen, sonst erleiden sie dasselbe Schicksal wie ihre Beute. Sich zu verirren wäre tödlich. Aber wie orientieren sie sich? Das versucht Professor Rüdiger Wehner von der Universität Zürich mit seinen Studenten herauszufinden. Was aussieht wie ein gigantisches Schachbrett, ist tatsächlich eine Art überdimensionales Millimeterpapier, mit dessen Hilfe der Weg der Wüstenameisen bei ihrer Futtersuche verfolgt werden soll. Die Beobachtung findet zur heißesten Zeit des Tages statt, denn nur dann schwärmen die Ameisen aus. In Panama eine bestimmte Gruppe Schmetterlinge untersuchte, entdeckte er auch, wie deren Raupen Töne erzeugen. Zwischen Kopf- und Halsansatz befinden sich zwei stabförmige Anhängsel. Diese sogenannten Vibrationspapillen schlagen auf den Kopf. Gleichzeitig wird der Kopf eingezogen und wieder herausgestreckt. Die Papillen streichen mit ihren ringförmigen Verdickungen über die schmalen Rippen auf dem Raupenkopf. Diese Konstruktion erinnerte mich an das südamerikanische Salsa-Instrument Güiro. An den Papillen befinden sich, wie bei dem Güiro, Rillen, die über den Hinterkopf streichen. Und das erzeugt den Ton. Mit den Lauten täuschen die Raupen die Ameisen. Sie ahmen ihre Sprache nach. Und wenn auf dem Mond Raupen mit Ameisen zusammenleben würden, könnte ich mir vorstellen, dass sie ganz genauso singen. Die Raupen unterhalten sich mit den Ameisen und die Ameisen beschützen sie und ernähren sich von ihrem Nektar. Normalerweise profitieren beide Seiten von einer Symbiose, aber einige Raupen sind Bruträuber. Die meisten Schmetterlingsraupen ernähren sich von Blättern. In diesem Fall kann man eigentlich von Glück sagen, dass sie es nicht tun, denn dann würden die Ameisen ihr Heim verlieren. Doch es ist auch nicht gerade höflich, die Kinder des Gastgebers zum Mittagessen zu verspeisen. Aber auch dieses schon seit Millionen Jahren praktizierte Verhalten hat nicht zum Aussterben beider Arten geführt. Eine wahrlich fürchterlich aussehende Spinne hat das falsche Blatt gewählt. Sie trifft auf mehrere australische Weberameisen. Den Ameisen ist der schlechte Ruf ihres Gegners egal. Wenn er ihrem Nest zu nahe kommt, wird er zur Strecke gebracht. Sie klammern sich mit ihren Klauen am Blatt fest, töten ihr Opfer und tragen es ins Nest.
Ameisen haben es geschafft, ihre Zusammenarbeit so perfekt aufeinander abzustimmen, weil sie instinktiv exakt mit derselben Strategie auf ein Ereignis reagieren. Sie sind programmiert. Das ist ihre Stärke, manchmal aber auch ihre Schwäche. Diese kleine Krabbenspinne sieht eigentlich ganz harmlos aus, aber sie weiß genau, wie man das Verteidigungsprogramm der Ameisen knackt. Sie wissen auch, dass einige Ameisen den Nektar von Mulgursträuchern sammeln. Von diesem Nektar ernähren sich die Honigtopfameisen während der langen Trockenzeit. Sie horten ihn in unterirdischen Nestkammern. Spezielle Speicherameisen werden von ihren Schwestern gefüttert und sammeln den Nektar in ihrem Kropf. Sie hängen als lebendige Honigtöpfe an der Decke des Nests und geben bei Bedarf ihre Vorräte an die Artgenossen ab. Die Ureinwohner Australiens ernten diese Honigtöpfe. Aus den Erzählungen ihrer Großmütter wissen die Frauen, worauf sie beim Graben zu achten haben. Der Boden ist hart und die Honigtopfameisen befinden sich in ungefähr einem Meter Tiefe. Die Arbeit dauert mehrere Stunden. Damit die Nestkammern nicht zerstört werden, muss seitlich neben ihnen gegraben werden. Die Honigtöpfe werden vorsichtig herausgehoben. Meistens ist die Energie, die beim Graben verbraucht wird, größer als der Kaloriengehalt der süßen Beute. Aber in dieser abgelegenen Gegend ist Zucker kostbar. Ein Wald in England ist nicht gerade der wärmste Platz auf dieser Welt. Die hier lebenden Waldameisen haben das bei ihrem Nestbau berücksichtigt. Die Tiere stapeln Kiefernnadeln, Blattstängel und kleine Zweige um einen Baumstumpf herum auf. Sie orientieren sich mit Hilfe eines Himmelskompasses. Er basiert auf Himmelserscheinungen, die für uns nicht sichtbar sind. Wenn wir zum Himmel hochschauen, sehen wir ein einheitliches Blau. Die Ameisen dagegen nehmen die sogenannten Polarisationsmuster des Himmelslichtes wahr. Genauer gesagt, die Ameisen orientieren sich nach der Schwingungsrichtung des polarisierten Himmelslichts. Wenn die Ameisen durch den heißen Sand rennen, halten sie immer wieder kurz inne, um sich das Polarisationsmuster zu merken. Wie groß muss der Himmelsausschnitt sein, damit sich die Ameisen noch orientieren können? Durch diesen orangenen Filter können die Ameisen das Himmelsmuster nicht mehr richtig sehen. Wir haben aber ein Loch gelassen, durch das sie noch einen kleinen Ausschnitt des Himmelslichtes erkennen können. Und wir haben beobachtet, dass die Tiere sich auch durch eine sehr kleine Öffnung noch genau orientieren. Doch orientieren sich die Ameisen nur nach dem Himmel?
Dieser Versuch zeigt, dass sie sich auch nach Landmarken richten, um den Eingang ihres Nestes zu finden. Es gibt unverwechselbare Geländemerkmale, an die sich die Ameisen gut erinnern können. Das Wichtigste ist, schnell ins Nest zurückzukommen. Zuerst geht es kreuz und quer durch die Wüste. Das gespeicherte Bild vom Nesteingang wird mit dem Gelände und den Markierungen verglichen. Und wenn das gespeicherte Bild mit der Umgebung übereinstimmt, kann das Zuhause nicht weit sein. Nicht alle Ameisen sind Räuber oder Aasfresser. Diese Blattschneiderameisen aus Zentral- und Südamerika betreiben seit mehr als 50 Millionen Jahren Ackerbau. Angebaut werden aber nicht die Pflanzen, die sie hier gerade in Stücke geschnitten haben. Das sind Blätter von Wildpflanzen, die im Umkreis von 200 Metern um das Ameisennest wachsen. Die Arbeiterinnen tragen sie zu ihrem Nest. Und geduldigem Warten. Durch ihre soziale Gesellschaftsform gehören Ameisen zu den effektivsten Räubern der Welt. Aber wenn man unerkannt in ihren Staat eindringen kann, sind sie sehr verletzlich. Manche Ameisen sind jedoch unbesiegbar. Kein Räuber wird sie angreifen. Treiberameisen. Ungefähr eine halbe Million sind hier versammelt. Eine ganze Kolonie. Irgendwo in ihrer Mitte befindet sich auch die Königin. Die Ameisen sind fast blind und folgen den Duftspuren ihrer Genossinnen. Sie fressen alles, was ihren Weg kreuzt. Keiner kann sich gegen sie wehren. Sie sind nicht nur eine wilde Horde, sondern auch eine gut organisierte Truppe. Die Wespen sehen der Plünderung ihres Nests tatenlos zu. Für sie ist die Ameisenkolonie ein gewaltiger, alles verschlingender Organismus. Ein Superorganismus. Denn jede einzelne Ameise hat ihr eigenes Gehirn. Kein sehr großes. Doch zusammengenommen ergibt die Gehirnmasse eine Art kollektive Intelligenz. Die meisten Leute sind davon beeindruckt, wie gut die Ameisen als Kollektiv organisiert sind und wie entschlossen sie handeln. Aber sie glauben, dass die Ameisen genauso wie wir organisiert sind, nur besser. Dass dies nur mit einer starren Hierarchie funktioniert, bei der eine Schlüsselperson die Entscheidungen trifft und über untergeordnete Führer an die Arbeiterinnen weitergibt. Da Treiberameisen bei einem Experiment im Labor wahrscheinlich über mich herfallen würden, habe ich mich für eine ganz andere Art entschieden. Leptothorax lässt sich nach meiner Ansicht sehr gut im Labor halten. Leptothorax
Die Ameisen nisten in der schmalen Höhle zwischen diesen Glasplatten. Dadurch können wir ihr Verhalten in allen Einzelheiten beobachten. Es sind wirklich sehr zierliche Tiere. Stellen Sie sich vor, dass man einen ganzen Ameisenstaat ohne Probleme in einer Armbanduhr halten könnte. Natürlich, nachdem man das Uhrwerk daraus entfernt hat. Dieses Experiment zeigt, wie eine Kolonie ein neues Nest findet und wie die Übersiedlung vonstatten geht. Wir setzen die Ameisen auf diese Plattform, auf der sie keine Möglichkeit zum Nisten finden. Eine Späherin wird irgendwann diese Brücke überqueren. Dann läuft sie auf der anderen Seite im Inneren dieser hübschen Höhle herum. Wenn sie ihr gefällt, kehrt sie zurück und trägt eine Arbeiterin über die Brücke, um gemeinsam mit ihr das neue Heim zu begutachten. Wenn beide damit zufrieden sind, wird die gute Nachricht wie durch ein Schneeballsystem weitergegeben und alle strömen zum neuen Standort. Wenn alle Ameisen der Kolonie im neuen Nest angekommen sind, beginnen ein paar Arbeiterinnen, einen Schutzwall am Ausgang aufzubauen. Die Ameisen arbeiten wie Bulldozer. Sie schieben die Bausteine in die neue Wand und rütteln sie fest. Dadurch entsteht ein prächtiger, widerstandsfähiger Wall. Manch einer findet es vielleicht seltsam, für einen Forscher auf so etwas zu achten, aber im Grunde geht es darum, dass ein individuelles Verhalten zu etwas sehr Beeindruckendem führen kann. Meiner Meinung nach lebt die Biologie davon, zu erforschen, wie aus etwas ganz Einfachem etwas Hochkompliziertes aufgebaut werden kann. Ameisen haben die höchste Form der Organisation erreicht. Ihre Kolonie ist wie ein gewaltiger Organismus. Es gibt keine Hierarchie und keinen Führer. Ihre Organisationsform ist einmalig im Tierreich. Jede Ameise nimmt Anteil an der Entscheidungsfindung. Diese Strategie der Probleme